incredible. Superficial, complicated. Super special, crazy, crazy. Superficial, complicated. Oh, da müsste ich kurz die Gitarre nachziehen, die hat sich infolge dieser Hitze hier verstimmt.
Das macht aber nichts, da erzähle ich kleine Geschichten zu. Weiß jemand von Ihnen, wozu der Bauchnabel gut ist? Nein. Wenn man im Bett frühstückt, kann man das Salz für das Ei reintun. Stimmt auch noch nicht besser, aber ich wollte die Geschichte loswerden. Udo Lindenberg. Ja, mein Pony, John F. Kennedy und ich. Ja, wir beide waren unzertrennerlich. Für mich warst du viel mehr als nur ein Pferd. Denn hoch im Norden ist Freundschaft noch was wert. Ich sang so oft für dich, du hast jeden Song von mir gekannt. Und am liebsten hörtest du, es hängt ein Pferdehalfter an der Wand. Ja, mein Pony, John F. Kennedy und ich. Ja, wir beide waren unzertrennerlich. Ich weiß nicht mal, wo jetzt dein Grabstein steht. Ich weiß auch nicht, wie es deinem Metzger geht. Ich weiß nur eins, es schmerzt, jemanden zu verlieren, den man liebt. Und ich muss immer noch heulen, wenn es Gulasch gibt. Ja, mein Pony, John F. Kennedy und ich. Tada, tada, tada. Geboren vor 29 Jahren. Meine Mutter war eine liebe Frau, das war mir sofort klar. Sie gab mir gleich mein Fläschchen, ich lag an ihrer Brust. Das Fläschchen fand ich riesig toll, denn ich hab gleich gewusst, da ist bestimmt ein Knubbel dran, an dem man richtig rubbeln kann. So Knubbel rund und fein, ja, so Knubbel muss schon sein. Dann musste ich zur Schule, ich konnte nichts dafür, stand meistens nur im Klassenbuch oder draußen vor der Tür. Ich liebte meine Lehrerin, sie liebte nur Physik, dabei sah sie wie die Monroe aus und war auch sonst sehr schick. Und da waren auch noch so Knubbel dran, wo man so richtig grubbeln kann. So Knubbel rund und fein, naja, es sollte wohl nicht sein. Dann kam ich in die Lehre, zu einem Bauern auf die Farm.
Der Bauer war sehr freundlich, nahm mich gleich in den Arm. Er sagte, das ist hier ganz leicht, das begreifst du hier nu. Als erstes kommt was Einfaches, melk doch mal diese Kuh. Ich fragte, ist da denn auch ein Knubbel dran, an dem man richtig grubbeln kann? So knubbelrund und fein, da fing die Kuh gleich an zu schreien. Auf der Farm traf ich ein Mädel, ich liebte sie gar sehr. Ich wollte sie gern küssen, doch sie wollte mehr. Es war für mich das erste Mal, sie streichelte mein Knie. Ich rief, Elfriede, lass das, ich hab nämlich noch nie. Sie sagte, was ist da denn, gar kein Knubbel dran, an dem man richtig grubbeln kann. So knubbelrund und fein, ja, der muss da doch irgendwo sein, ne? Ich ging darauf zur Prüfung, ich wollte den Führerschein. Der Prüfer war sehr mutig, stieg mit ins Auto ein. Ich spielte an den Knöpfen und tutete das Horn. Bremse treten, rief der Prüfer, LKW von vorn. Ich sagte, Bremse? Ist da denn auch ein Knubbel dran, an dem man richtig grubbeln kann? So knubbelrund und fein, da fuhr der Laster in uns rein. Ich wachte auf im Krankenhaus, mit Schläuchen zugeklebt. Die Krankenschwester flüsterte, ich glaub nicht, dass der noch lebt. Der Arzt sagte, doch, der schafft das schon, er hat nur ein wenig Pech. Toi aussi, tu détestes la vie.